Die Grünen. Herr Präsident, Kollege Friedrich, ich habe mich ja gerade gefragt, also entschuldigen Sie bitte, ich respektiere Sie durchaus, aber das gerade war eher eine persönliche Transitzone, die Sie hier abgeliefert haben, auf dem Weg nach irgendwohin. Und ich möchte Ihnen gerne dazu einen Satz entgegenhalten, den der CDU-Sozialminister aus Nordrhein-Westfalen, Konrad Grundmann, einmal gesagt hat. Er hat in Bezug auf Karneval, und das hat mich gerade bei Ihnen daran erinnert, einmal gesagt, man solle das Unglück der Vertriebenen und Flüchtlinge nicht zum Gegenstand von Büttenreden machen. Und jetzt frage ich mich, warum klatschten Sie nicht mit? Weil Ihre Partei doch eine Leistung vollbracht hat, Vertriebene und Flüchtlinge in dieses Land zu integrieren und nicht zu sagen, das Boot ist voll, wir haben keinen Platz mehr. Das ist doch auch Ihre Geschichte, die Sie hier erwähnen könnten, auch gerade in Bayern und auch als CSU. Ich glaube, Sie müssen der Größe der Herausforderung gerecht werden. Und dieses Niveau der Debatte wird das nicht. Denn wir müssen erkennen, selbst wenn wir versuchen würden, uns vollständig abzuschotten, sogar bewusst um den Preis, dass Menschen an unseren Grenzen zu Schaden kommen könnten, wäre damit niemandem gedient, den betroffenen Menschen sowieso nicht, die trotzdem Mittel und Wege suchen und finden würden, zu uns zu gelangen, und auch uns selbst in Europa nicht. Denn Abschottung und Abriegelung im Zeitalter des Internets sind eine Illusion, Herr Friedrich. Und jetzt klatschen Sie. Das ist was, was Ihre Kanzlerin letzte Woche im Europäischen Parlament gesagt hat. Und bei Ihnen rührt sich keine Hand. Keine Hand rührt sich bei Ihnen dazu. Kanzlerin Merkel hat letzte Woche dargelegt, dass Europa seine Rolle in der Welt nur behalten kann, wenn es in dieser historischen Herausforderung zu seinen Werten steht. Und die Werte der Europäischen Union sind christlich, humanistisch, jüdisch. Und da steht ganz oben der Wert der Nächstenliebe. Und dass ich das den Parteien mit dem C hier erklären muss, wo Ihre Kanzlerin das schon nicht schafft anscheinend, das ist eine Schande. Das muss ich wirklich sagen. Ich möchte aber auch eins sagen, Frau Merkel. Wir haben die Angewohnheit, in Europa immer die aktuelle Krise nach ganz oben zu stellen. Das haben Sie auch angesprochen. Europa wird der Herausforderung, die die Geflüchteten bringen, auch den Herausforderungen, die von uns gefordert werden für Stabilität in unserer Nachbarschaft, nur dann gerecht werden können, wenn wir auch die Reformen, die wir zu Hause machen müssen, entschlossen angehen und die Wirtschafts- und Währungsunion geschlossen vertiefen, für starke europäische Institutionen sorgen, die Demokratiefrage dabei mitstellen und nicht zulassen, dass sich neue Spaltpilze in Europa ergeben. Nichts wird einfacher zu lösen sein, wenn man einzelne Staaten rausdrängt oder wenn man den Kahlschlag an den Werten zulässt, wie man ihn zum Teil bei Herrn Cameron vermuten kann. Dafür wird der Einsatz von Ihnen auf dem Europäischen Rat auch gebraucht. Lassen Sie nicht länger die ökonomische Herausforderung der Eurokrise hinten rüberfallen. Wir müssen auch hier entschlossen vorangehen. Nur ein starkes Europa, was zusammenhält, wird in der Lage sein, die Herausforderung zu bewältigen. Danke sehr. Ich erteile nun dem Kollegen Gunter Kriechbaum für die CDU-CSU das Wort.